Wer ein Südderby gewinnen will, muss Zuversicht verbreiten, Lockerheit. Dazu taktische Finessen auspacken, durch Spielwitz und Routine brillieren. Attribute, die zunächst auf den VfB Stuttgart zutrafen, der besser begann, durch Klepp und Meißner die ersten Möglichkeiten hatte, das machte zuversichtlich. Nürnberg bis zur 44. Minute ohne Chance, dann allerdings spielgewitzt in Person von Jarolim, dessen Führungstreffer den Verlauf ein wenig auf den Kopf stellte. Jarolims erstes Bundesligator für den 1. FC Nürnberg, sollte dadurch nun eine neue Lockerheit einkehren? 29.500 Zuschauer im Frankenstadion begeistert über den Verlauf des 45. Südderbys. Nach dem Wechsel der VfB weiterhin sehr druckvoll, aber erst 10 Minuten vor dem Schlusspfiff belohnt. Kurani, vom Mr. Unbekannt zu Deutschlands neuer Stürmerhoffnung. Sein 7. Tor im 8. Spiel, routiniert. Die Franken geschockt. Erst waren sie zu passiv und dann wurden sie auch noch ausgekontert. Der eingewechselte Amanatidis im 2. Nachfassen. Pikant, Clubkeeper Kampa köpfelte sich den Ball quasi selbst ins Tor. Eine ganz neue taktische Finesse. Aber genau so etwas braucht man eben, um so ein Südderby zu gewinnen.